Am Wort ist der Abgeordnete Rolf Silbern. Bitte, Herr Abgeordneter. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, Hohes Haus, werter Kollege Hoyos Dortmundsdorf, die SPÖ wird nach wie vor und wird auch immer zu immer während Neutralität Österreich stehen, so wie 77% der österreichischen Bevölkerung, weil wir damit gut gefahren sind in der Vergangenheit. Man könnte die Neutralität Österreichs auch sehr gut dazu nutzen, als internationaler Brückenbauer zu fungieren. Leider tut das die Regierung nicht in dem Maße, wo es möglich wäre, aber das steht auf einem anderen Blatt. Der Kollege Stöckmüller hat gemeint, wir müssen gemeinsam die Frage stellt sich die Positionierung des neutralen Österreichs in der europäischen Strategie. Ja, da braucht es Experten und da braucht es auch die Einbindung aller Fraktionen, um diese Sicherheitsstrategie auch von allen getragen wird und dass es hier einen gemeinsamen Schulterstoß gibt, denn es geht schließlich um die Sicherheit Österreichs, es geht um die Verteidigung der österreichischen Neutralität. Dankeschön.